Was bestimmt eigentlich das Verhalten des Menschen mehr? Sein Charakter, seine Persönlichkeit oder die Umgebung, in der er sich gerade befindet? Das ist natürlich eine der Grundfragen der Psychologie, zu der schon zahlreiche Experimente und Untersuchungen durchgeführt wurden. In diesem Video heute möchte ich eine klassische Studie in diesem Zusammenhang diskutieren. Mein Name ist Martin Hess. Sie sind auf dem YouTube-Channel von steponline.de. Heute möchte ich euch eine bedeutende und berühmte Studie aus der Geschichte der Psychologie vorstellen, die 1970 von dem Professor Moriarty und seinem Team in New York durchgeführt wurde. Abwandlungen davon sind dann später oft wiederholt worden, aber die Ergebnisse, die sich grundsätzlich damals in dieser Studie gezeigt haben, waren immer wieder die gleichen. Also, stellt euch folgende Situation vor. An einem schönen Sommertag kommt ein Mann an einen mittelmäßig belebten Strand. Das Experiment wurde damals in der Nähe von New York gemacht. Übrigens, die Originalaufnahmen sind teilweise auf YouTube noch zu sehen. Ich verlinke hier unten in der Beschreibung ein entsprechendes Video für euch, dass ihr das mal anschauen könnt. Also, der Mann kommt an den Strand, legt sein Handtuch hin, ein paar Sachen von sich, bleibt einen Augenblick sitzen, dann geht er ins Wasser. Einige Zeit später nähert sich ein zweiter Mann der Szenerie, schaut sich so ein bisschen um, beugt sich über die Sachen, die der erste dort liegen gelassen hat, macht sich daran zu schaffen und klaut ein Kofferradio aus diesen Sachen. So, das ist die Situation. Beides Schauspieler. Die wirklichen Versuchspersonen sind die Badegäste, die drumherum liegen und diese Szenerie beobachten konnten. Denn die beiden Schauspieler haben das recht auffällig gemacht, sodass schon jeder mitbekommen hat, was da los ist. Und die große Frage ist, wie verhalten die sich angesichts dieses Diebstahls? Wer ist mutig und wer tut eher so, als hätte er nichts gesehen? Preisfrage an euch. Was glaubt ihr, wie viel Prozent der Menschen, die man in so eine Situation bringt, dass sie so einen kleinen Diebstahl beobachten, greifen ein? Und sagen halt, stopp, das sind doch nicht Ihre Sachen. Oder sogar, haltet den Dieb oder irgendwas in dieser Art. Ihr dürft einen Augenblick nachdenken, dann sage ich es euch. Es sind 10% oder noch weniger, wenn man sonst nichts tut. Wenn derjenige, der ins Wasser gegangen ist, vorher ein paar Worte wechselt mit seinem Umfeld, harmloses Zeug, was weiß ich, schönes Wetter heute oder schön warm oder irgendwie sowas, so ein kleines Kontaktchen macht, dann erhöht sich diese Zahl bis auf 20%. Also jeder Fünfte ungefähr zeigt Zivilcourage. Drüber geht es auf gar keinen Fall. Nächste Frage an euch. Was muss passieren, damit dieser Anteil steigt bis auf über 95%? Was muss passieren, damit praktisch jeder eingreift und sagt, stopp, das sind noch nicht Ihre Sachen, damit jeder Zivilcourage zeigt? Was muss passieren? Wenn derjenige, bevor er ins Wasser geht, aber darum bittet, dass man auf seine Sachen aufpasst, also sowas sagt wie, sind Sie so nett und haben mal ein kleines Auge auf mein Handtuch, ich gehe mal eben schwimmen, dann steigt der Anteil derer, die eingreifen, fast bis auf 100%. Und auch diejenigen, die eigentlich aufgrund körperlicher Gebrechen oder ihres Alters gar nicht mehr dafür geeignet sind, einem Dieb nachzustellen oder den gar daran zu hindern, die versuchen das dann trotzdem. Und das ist die Wirkung von Kommunikation. Ist doch erstaunlich. Stärker als jede Persönlichkeitsvariable. Denn wenn man die Badegäste anschließend einem persönlichkeitsdiagnostischen Verfahren unterzieht, also mit einem Fragebogen untersucht, dann sieht man natürlich, dass dieses Merkmal Zivilcourage, seine Ausprägung von Mut, von persönlichem Mut, dass das normal verteilt ist, wie alle anderen natürlichen Merkmale auch in der Psychologie. Das heißt, es gibt ein paar wenige ausgesprochene Helden und es gibt ein paar wenige ausgesprochene Hasenfüße und die allermeisten liegen irgendwo im dicken Mittelfeld.
Diese Unterschiede in der Persönlichkeit wirken sich aber in der akuten Situation, wenn es darauf ankommt, weil einer jetzt gerade was geklaut hat, gar nicht so stark aus wie die Kommunikation. Wir sehen also, Persönlichkeit ist zwar etwas, was konstant ist, was über viele, viele Jahre auch beobachtet werden kann. Jeder, der zum Beispiel mal nach ein oder zwei Jahrzehnten ein Klassentreffen besucht hat, der weiß natürlich, was Persönlichkeit ist. Das sind Leute, die hat man 20 Jahre nicht gesehen, aber die bewegen sich noch genau wie damals, die lachen über die gleichen Dinge, die haben eindeutig noch denselben Charakter, die haben eindeutig noch dieselbe Persönlichkeit. Da gibt es so etwas, was konstant ist am Menschen. Ganz klar. Aber wenn man sich eine akute Situation anschaut, und das Schwimmbad-Experiment ist ein schönes Beispiel dafür, dann sieht man, dass diese stabilen Faktoren in der Persönlichkeit längst nicht so viel Einfluss haben aufs Verhalten, wie das, was aus der Umgebung kommt. Wissenschaftlich ausgedrückt, sie erklären nur einen geringen Teil der Verhaltensvarianz im Unterschied zu den systemischen Faktoren, die also aus dem System, aus dem Umfeld der Person kommen, die den Löwenanteil an Varianz erklären. Und das ist insofern ein wichtiges und bedeutsames Ergebnis der experimentellen Psychologie, als es unserer Alltagserfahrung zuwiderläuft. Der sogenannte gesunde Menschenverstand, der psychologische gesunde Menschenverstand, sagt einem nämlich, wenn man sich Menschen anschaut und sich fragt, warum benehmen die sich denn unterschiedlich, der sagt einem, naja, die Leute machen, was sie machen, weil sie sind, wie sie sind. Also einfach gesagt, die Varianz des Verhaltens geht zurück auf die Varianz in der Persönlichkeitsstruktur. Das ist sozusagen, was einem das Bauchgefühl sagt. Aber im Alltag, und das ist nur eine Situation von vielen in der Psychologie, im Alltag trügt dieses Bauchgefühl. Die Wahrheit ist eine andere. Und damit sind wir bei einer Fragestellung, die natürlich sehr relevant ist, insbesondere für Führungskräfte. Wenn es darum geht, das Verhalten von Mitarbeitern zu beeinflussen, dann ist die Frage, was sind denn die Haupteinflussfaktoren, durch die dieses Verhalten zustande kommt? Natürlich sehr wichtig für die Führungskraft. Denn eins ist klar, wenn der Löwenanteil an Varianz des Verhaltens dadurch erklärt wird, dass der Mensch so ist, wie er ist, dann muss sich die Führungskraft quasi mit jedem Verhalten abfinden. Denn wenn man eins gelernt hat mit den Jahren, als Führungskraft, aber auch als Psychologe, dann ist es, dass man die Menschen in ihrer Persönlichkeitsstruktur natürlich nur sehr begrenzt, wenn überhaupt, beeinflussen kann. Das wäre dann also eine Antwort, die Führungskräfte relativ hilflos zurücklässt. Man muss dann irgendwie damit klarkommen. Es lässt sich aber nicht beeinflussen. Wenn es aber so ist, dass der Löwenanteil der Varianz eben durch systemische Faktoren erklärt wird, also sprich durch Kommunikation, dann sieht die Sache ein bisschen anders aus. Da hat die Führungskraft jetzt Einflussmöglichkeiten. Und so ist es auch in der Realität. Persönlichkeit lässt sich nicht mehr formen. Wenn der Mensch ein bestimmtes Alter erreicht hat, und das ist schon vor Abschluss der Pubertät der Fall, dann ist der Charakter herausgebildet, herausgeformt in einer Art und Weise, die sich grundsätzlich nicht mehr ändern kann. Es sei denn, dramatische Lebensereignisse treten ein. Aber im Normalfall, bei einer normalen Entwicklung, bleibt der Mensch so, wie er ist. Verhalten kann aber trotzdem beeinflusst werden. Und zwar, wir haben es gesehen, durch Kommunikation. Was lernen wir daraus für die Praxis? Naja, erstens mal, Menschen sind verschieden und lassen sich in dieser Verschiedenheit als Erwachsene nicht mehr wesentlich beeinflussen. Zweitens, diese Verschiedenheit kann man sehr gut akzeptieren als Führungskraft. Es ist gar nicht nötig, Menschen in ihrer Persönlichkeitsstruktur zu beeinflussen, sondern das Verhalten wird schon dadurch verändert, dass man in geeigneter Art und Weise darüber kommuniziert. Die Menschen dürfen bleiben, wie sie sind. Wenn man auf die richtige Art mit ihnen spricht, dann kann man Vereinbarungen treffen, die auch eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, eingehalten zu werden. Und dadurch ist Zusammenarbeit und Kooperation möglich. Drittens,
legen Sie bitte nicht allzu viel Gewicht auf Persönlichkeitstests. Persönlichkeitsdiagnostische Verfahren, so wie sie in der klinischen Psychologie zur Diagnose von psychischen Störungen oder Erkrankungen eingesetzt werden, sind nicht geeignet, um zum Beispiel Mitarbeiter einzustellen und zu testen, ob jemand in ein Team passt oder ähnliches mehr. Das lässt sich auf der Grundlage solcher Papier- und Bleistifttests überhaupt nicht prognostizieren und es ist auch gar nicht notwendig, denn das Entscheidende ist nicht die Persönlichkeit. Das Entscheidende ist die Art und Weise, wie zwischen den Menschen, namentlich zwischen den Führungskräften und den Mitarbeitern, kommuniziert wird. Viertens, der Kommunikation in einem Team, in einem Arbeitsteam vor allen Dingen, kommt überragende Bedeutung zu. Die Frage also, was für ein Klima hat man dort? Was für eine Stimmung ist da? Wie gehen die Leute miteinander um? Was wird da für eine Atmosphäre geschaffen? Diese Frage ist sehr, sehr viel wichtiger als die Frage, welche Charakteristika hat denn jetzt der Einzelne, welche Charaktermerkmale passen zu welchem oder ähnliches mehr. So, ich hoffe, es waren auch dieses Mal wieder ein paar relevante Informationen für Sie dabei und würde mich sehr freuen über einen Daumen hoch Klick hier unten für dieses Video und einen Klick auf die Glocke für unseren YouTube-Kanal. Nächste Woche sehen wir uns wieder. Tschüss!